Ich schmecke einfach nur nach Knoblauch und Schmerz. Ich hab das bestellt. Ihr hört nicht auf. Hallo, oh, wow. Ist der 7.12. Wir haben heute scharfe Soße. Habt ihr schon einen Titel gesehen? Totenkopf, weil das, so scharf, oh, wir werden alle sterben, Bei mir dabei wieder der witzigste Mann in dieser Firma. Mexican Tears heißt das Ganze, wir werden also ein bisschen weinen hoffentlich. Hallo lieber Schafesser, ich sage es mal ganz einfach und unkompliziert direkt aus der Hüfte heraus. Wenn du die richtige Soße für deinen Geschmack gefunden hast, kannst du sie mit diesem Gutschein ganz einfach nachbestellen. Hier, hab einen Gutschein, verpisst euch. Was findest du eigentlich scharf? Ich finde, ich esse sehr gerne scharf. Also ziemlich alles, was ich habe, mit Tabasco oder eingelegten Pepperoni oder sowas. Ich finde Tabasco zum Beispiel schon scharf, aber es ist nicht unerträglich scharf, sondern es ist so geil scharf. Ich habe so ein. Das ist ja quasi Schärfe, ist ja Hitze, Schmerz auszulösen. Ich bin ja ein Weichei. Wo willst du denn anfangen? Vorne oder hinten? Willst du einfach Augen zu? Ja, einfach so, zieh eine Karte so. Oh, geht direkt los mit der Smoked Habanero Sauce. Ich hätte nicht so viel nehmen sollen. Aber ich sterbe nicht dran, aber die ist wirklich. Wie kannst du so viel davon essen, du Bastard? Das ist so ein bisschen wie Hot Ones gerade hier, ne? Nur Scheiße. Stößchen. Die ist scharf, aber halt nicht so tödlich scharf. Ich schmeck halt nur heiß. Ja, die haben sogar Schärfe gerade hinten drauf. Nehme ich doch mal die. Warum mache ich sowas mit dir, Alter? Das ist doch scheiße. Ich bin der letzte Mensch, mit dem man so eine Challenge machen sollte. Ich glaube, ich habe mir ins Auge gefasst. Nein! Diesmal nehme ich mehr. Sicher? Ich bin ja ein Weichei, aber das? Ich bin auch dumm. Ja, gar kein Problem. Oh, okay. Achso. Oh, wow! Oh, die brennt aber. Die brennt aber spät. Einmal. Ihr hört nicht auf. Obwohl ein Kartoffel lecker ist. Oh nein, ich hab was ganz Schlimmes gelesen, was dir nicht gefallen wird. Weißt du noch, was ich gerade gesagt habe, wie die schärfste Chili-Schote die Rekordhalterin hieß? Carolina Reaper. Okay. Carolina Reaper-Soße. Woo! Das ist Green Pepper, Stufe 3. Oh wow! Alter, ich bin ein Drache, glaube ich. Nach 3 oder 4 Soßen fertig. Alter, die eine war übel scharf. Geil, Alter, das war die beste Idee. War eine scheiß Idee. Ich bin wieder richtig glücklich. Ich bin so traurig, Alter. Ich schmeck nichts mehr. Oh, ich schmecke aber nach Knoblauch. Ich schmecke nichts. Auf die ist auch nicht scharf. Aber ich schmecke nichts. Ja, Jamie hat das gerade nicht mitbekommen. Ich habe ja hier gerade so ein bisschen rumgewühlt. Du wirst Durchfall haben. Oh. Scheiße, die knallt auch so. He needs some milk. Oh, ja, die haut auch nach. Wieder. Hui. Ja, da ist man. Wie kannst du das mögen? Es ist scharf! Es macht keinen Spaß! Und der hat nur 3. Ich halt das doch nicht aus, Alter. Da sind auch nur Jalapenos. Ah, guck mal, wie viel wir da haben! Louisiana Rip Sauce. Oh, geil, Alter. Ist die lecker. Ich glaube, ich schmeck was. Das ist so eine Marinade für so Chicken Wings und sowas. Oder Rippchen. Mega geil. Ich schmeck doch nichts. Green Pizza Sauce. Oh, das finden wir auch schon. Er hat einen. Das sieht einfach alles aus. Guacamole! 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 Oh, wow, die ist intensiv. Es schmeckt alles gleich. Ich bin ein bisschen traurig, dass bei manchen so wenig drin ist wie bei der hier. Ich brauch meinen Stoff, Alter. Also das ist halt wirklich nur zu dir. Weißt du, woran mich das erinnert? Ein Esspapier. Ich habe gerade Tamponsoße gelesen, aber es ist Tampico Steak Soße. Die schmeckt anders. Ja. Ein bisschen nach Luft. Ja, der Red Pepper Sauce. Keine, du magst auch Episode 8. Weil ich mir meine Geschmacksnerven mit Chili-Soße zerstört habe. Das ist ein toller Adventskalender. Da würde ich mich jeden Morgen drüber freuen, wenn ich mir so einmal durch die Nase durchziehe. Und du hast jeden Nachmittag Durchfall. Wenn du morgens als allererstes, bevor du irgendwas gegessen hast, hier so eine Soße reinziehst. Bitte, Meister, geben Sie mir Soße, Chili con Carne. Ich will das nicht in meinen Mund stecken. Mein Körper weiß, was kommt. Ah, schmeckt wie Chili con Carne. Surprise. Amarillo Chili-Soße, Stufe 4. Also, es tut mir wirklich leid, aber die war scheiße. Knobi, Ingwer.
Das wird nur noch schlimmer von hier aus. Warum sagst du denn sowas, Alter? Ich dachte, du bist irgendwie so ein Motivationscoach. Nee, ich sag einfach die Wahrheit. Ich bin zum Grill eingeladen. Ja, und dann habe ich dich wieder ausgeladen, das, was der Wahrheit entsprochen hat. Alles tut weh, Alter. Boah. Das ist definitiv zum Kochen und nicht zum Essen. Was hat Curry Ananas? Oh, das klingt lecker. Ich hab das bestellt. Ich hab's vorgeschlagen, muss ich sagen. Ich bin schuld. Ja. Ganz entfernt schmecke ich Ananas. Hinter einer Wand aus Schmerz. Aber mir geht's nicht gut. Und das ist Reynosa-Style-Soße. Ich hab's noch nicht mal gegessen, ich hab's nur mit der Zucker reingehalten. Boah. Wow, die ist wirklich schlimm. Oh, wow. Oh, wow. Uiuiui. Haben wir noch Milch hier? Ich werde so Durchfall kriegen. Wenn nicht von der scharfen Soße, dann von der Milch. Tijuana-Style. Intensiv. Bitte Gott, mach, dass es aufhört. Wie viele haben wir noch? Durango-Style. Oh, wer wohnt denn an einer Ananas-Kassive mehr? Au. Hör nicht auf. Habanero. Das, ist boah, das brennt aber jetzt wirklich ganz schön hart auf der Zunge. So geht's mir seit 30 Minuten. Ich fühle mich halt gerade wie so ein Benzinauto, was mit Diesel volltankt. Das ist halt einfach nicht so gedacht. Die ist scharf. Dadurch, dass sie so dünnflüssig ist, verteilt die sich auch komplett in deinem Mund. Die ist richtig schlimm. Die ist wirklich schlimm. Die schmeckt auch nicht gut. Die schmeckt einfach nur nach Knoblauch und Schmerz. It was at this moment that he knew. He fucked up. Habana Lemon Tree. Wie hieß die andere? Halt die Fresse, mach weiter. Richtig sauer, Alter. Nee, scharf. Kann ich lachen, Alter. Die sind gleich durch. Mach! Die ist fucking scharf. Das war viel zu viel. Ja, heiliger Abend ist gekommen. Man hat sich 23 Tage durch den Dschungel gekämpft und hat jeden Tag was Scharfes gefuttert. Und dann ist quasi jetzt Final Countdown. Es gibt ja an Weihnachten auch mehr Selbstmorde, ne? Ja, die schärfste, rekordhaltende Chili-Soße. Ich will nicht. Oh, that's hot. That's hot. Boah, das ist einfach ein ganz anderes Level. So. Ich bin einfach gerade irgendwie. Du steigst einfach so, das ist so. So muss ich Jedi fühlen, wenn er die Macht übergeht. Ich mach mal die Abmord für dich, ja? Oder kannst du noch reden? Danke fürs Zuschauen, das war der Mexican Tears Adventskalender. Wir werden uns jetzt nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, denn sonst sterben wir. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, beides hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, dass wir noch mehr scharfe Soßen essen und Malte so sehen wollt und mich mit einer Träne im Auge, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Denn natürlich machen wir das. Also, ich bin auf jeden Fall dabei. Ansonsten könnt ihr abonnieren und den ganzen Scheiße. Wir sehen uns das nächste Mal. Kommt bei mir auf dem Kanal vorbei. Da geht es um lustige Sachen. Und ich gehe Malte jetzt mal ins Krankenhaus bringen und ihm den Magen auspumpen lassen.